Hallo, das ist die Petra von Petras Bastelnews und heute zeige ich euch mal, wie man die Blumenranke malt. Und zwar habe ich nur eins ausgelassen, das geht immer Step by Step, das sind immer verschiedene Schichten. Ihr seht immer die Schichten, die wir Gravur haben, die Teile müssen wir ummalen. Ich zeige euch jetzt mal, wie das Blatt ummalt. Und zwar wird es ein bisschen weiß mit dem Grün auf dem Pinsel auf und dann werden wir das erste Mal so reinschaffieren. So, dann seht ihr, kriegt ihr da schon von Haus auf ein bisschen am Verlauf rein. Das Teil könnt ihr dann entweder über den Schrank drüber hängen oder über die Türstock drüber machen. Schaut ganz hübsch aus. Durch auf, nach dem Video auch noch Fotos mit dazu stellen auf unserer Webseite, da wo ihr schauen könnt, wo, wie das dann fertig gestaltet ausschaut. So, da könnt ihr ruhig ein bisschen drüber malen, das spielt überhaupt keine Rolle. Und jetzt gehe ich hier nehme ein bisschen ein Dunkelgrün zu meinem Hellgrün dazu und mache einfach mal da so ein bisschen einen Schatten rein. So mit ganz wenig Farbe müsst ihr es machen, immer von außen nach innen. Dreht sich das Teil immer so, dass das dann wieder von oben kommt. Dann derzeit leichter. Machen wir jetzt nur so einen leichten Schatten rein. So. Haben wir es einmal soweit fertig. Dann werden wir da die Kontur mit dem Dunkelgrün nochmal nachfahren, dass das ein bisschen plastischer rauskommt, weil so ein Türstock ist ja auch ziemlich weit hoch oben, sodass das dann praktisch besser über. Dann wirkt es einfach schöner, wenn es ein bisschen nachgezogen ist, wenn es ein bisschen plastischer ist. Dazu könnt ihr natürlich so einen langen Pinsel nehmen. Und ganz ein feiner. Ihr könnt natürlich auch Posca-Stifte nehmen, wenn es euch jetzt da mit dem Pinsel schwieriger tut es. So, und dann machen wir jetzt die Blumen noch dazu fertig. Das sind von euch vielleicht hier mal runter mal, sodass ihr seht, wie viele Etagen das sind, das Ganze. Ja. Und dann wird es einfach Step by Step malen. Erst unten. Das euch einmal alle runterlegen. Warte mal, wir werden das kurz weg. Dann kannst du da erst einmal die Steps sorgen, weil dass die Leute auch wissen, welche Teile es überhaupt bemalen müssen und welche nicht bemalen werden. Und jetzt malen wir praktisch die letzte Blume. Ich mache die jetzt ein bisschen heller rosa. Ich muss mir meinen Pinsel nochmal abtrocknen, dass der nicht so viel Wasser hat. Also die Pinsel müssen immer ganz trocken sein, dann geht es leichter. Ja, jetzt tun wir ein bisschen so rosa machen mit dem Pink. Und dann mache ich das erste Mal ein bisschen heller. Innen den Knopf habe ich jetzt schon weiß gemalt gehabt vorher. Dann kann ich es schon mal trocknen. Es gibt natürlich auch noch andere so Kantenhocker jetzt. Da kommen jetzt dann ganz viele raus. Momentan gibt es jetzt noch das Bienchen und die Schnecke. Christine zeigt euch da mal, wie das ausschaut. Ihr könnt die Teile dann auch so runterhängen, zum Beispiel bei den Blumen geht das gut. Ja, dass das auch so über die Kante runterhängt. Ja, ihr könnt jetzt, wenn das der Türstock ist, dann hängt es einfach so runter. Dann habt ihr auch seitlich eine schöne Blume. Ja. Jetzt muss ich aber weitermachen, sonst wird das nichts. Da passe ich wieder ein bisschen auf, dass ich da nicht hinkomme. Machen wir dann ein bisschen so einen Verlauf. Fangen eigentlich immer vorne an und dann kann man nämlich schön rausziehen. Und dann, durch das, dass die Farben ja nicht gemischt werden, sondern zwei Farben immer auf dem Pinsel sind, dann verlauft das ein bisschen so schöner. Setzen wir jetzt da wieder an. Und dann das einmal frei, gehen wir ein bisschen vor, sonst muss sie Christina so strecken. So, ich hoffe, ihr seht es gut. So,
Wenn man natürlich jetzt, ihr kennt das natürlich in jeder beliebigen Farbe malen. Ich mal setze jetzt da der Pasten dazu, zu meinen Bienchen, weil das möchte ich dann rechts und links haben. Und ich mache jetzt zum Beispiel als Deko dann auch ein paar Bienchen noch mit auf die Blümchen drauf. Da könnt ihr aber auch jetzt zum Beispiel Schmetterlinge nehmen oder Schnecken, was euch halt jetzt für Tiere am besten gefallen. Die könnt ihr dann immer gut da drauf machen. So, jetzt machen wir meine Schattierung. So, Pinsel immer gut abtrocknen. Grundsätzlich das gleich, dann passieren euch auch keine so Fauxpas, dass das dann so laufert wird, sondern da habt ihr immer ganz wenig Farbe nur mit drauf. So, da noch ein bisschen. Da gehen wir ein bisschen so rüber. Da können wir noch ein bisschen mehr machen. Und dann gehen wir her und nehmen mal ein bisschen Weinrot auf unserem Pinsel und dann ziehen wir einfach auf der anderen Seite dann das Weinrot rein. Es geht natürlich auch wirklich nur super gut mit flachen Pinseln, weil die könnt ihr gut über die Kanten ziehen und vor allem könnt ihr, wenn ihr so eine Linie da unten runter gehen muss, dann könnt ihr es auch den Pinsel besser aufstellen. So, da müssen wir noch rüber. Da ziehe ich jetzt einfach bis da runter. Dann seht ihr schon, da kommt das Blütenblatt ein bisschen besser raus. Da können wir noch ein bisschen Schatten hersetzen. So, jetzt nehmen wir unseren Feinen wieder. Und dann werden wir erst da die Konturen noch zeigen. So. Schauen wir mal, wie rum es drauf muss. So. Und dann mache ich immer da unten das erste Mal so ein Stück dunkel. Die langen Pinsel dürft ihr auf gar keinen Fall Wasser liegen lassen oder jetzt auch da liegen lassen, ohne dass du ihn auswaschst, weil sonst sind die natürlich gleich kaputt. Und jetzt nehme ich einfach ein bisschen von den Pinken nochmal dazu. Und dann nehme ich viel Weiß nochmal mit zu, dass es nochmal ein bisschen heller wird innen, dass das einfach ein bisschen so einen Verlauf kriegt. Ihr könnt jetzt auch da oben mal rüberfahren. So langt schon. So, jetzt nehmen wir unser Weiß und ziehen jetzt da vom Weiß raus so Fäden. Geht es jetzt auch nicht so genau, wo das jetzt ist. Da könnt ihr jetzt da noch zwei, drei Punkte draufsetzen zum Beispiel. So, dann machen wir innen ein paar dunkle Punkte rein. So, dass es halt ein bisschen so getupft ausschaut, dann passt es auch kurz die anderen dazu. So! Jetzt, das war das Schwierige an dem Ganzen. Jetzt müsst ihr natürlich aufpassen, wenn ihr das Ganze klebt. Ja? Wir brauchen jetzt erstmal das Teil auf das aufklebt. Und da geht ihr her, nehmt euren Kleber. Jetzt ist es blöd, weil jetzt tun wir es einmal an den. Weil das Problem ist, wenn das nicht ganz trocken ist, kann ich nichts, kein Gewicht nicht drauf machen. Also der hat euch stufenweise das aufkleben. Der hat einen Kleber drauf machen, immer am Rand. Weil dann quitscht es auch keinen raus, ja, weil das gelangt innen auch. Und dann wirklich sauber, passgenau da drauf liegen. Jetzt schaut auf alle Richtungen, dass bevor ihr es andruckt, dass das auch überall sauber übereinstimmt. Ja, dass die Kanten gerade sind, dass das alles sauber ist. Und wenn das jetzt soweit ist, dann geht es her und mit irgendwas beschweren, was daheim macht. Könnt ihr eine Flasche draufstellen oder irgendwas. Und so klebt jetzt ein Teil ums andere erstmal die Verbindungen zusammen. Das jetzt kann man mal nochmal auflegen, dass ihr seht, wie es ausschaut, wenn es fertig ist. Der kommt da, ja, genau, und der kommt jetzt da her.
das ist auch noch sechs, das fertige ganze Geschichte. Weil das Holz ist natürlich in der Größe, dass es einmal ein bisschen nicht so grob ist und dann zieht sich das alles wieder sauber grob durch die Flüssigkeit. So, und jetzt schaue ich mal, welche von meinen Bienchen da drauf kommen. Wo ist denn mein Sumsel da? Und da male ich mir jetzt ein paar so Bienchen an und die setze ich dann einfach so dazwischen rein. Ja, je nachdem in der Richtung, wo sie es haben wollt. Wenn sie es runter haben wollt, müssen halt die Bienchen dann so flirren. Okay, bis zum nächsten Mal, eure Petra.